Und dann starten wir gleich und gehen in Medias Res. Wenn ich den Apparat hier zum Laufen kriege. So, nach einer kurzen Einleitung würde ich heute Abend gerne Ihnen einen Überblick über das Thema Hofkultur der frühen Neuzeit geben. In Schlaglichtern, Beispielen. Das Thema ist relativ umfassend, muss man sagen. Und ich würde gerne auf zwei Themen eingehen, die für Eutin eine gewisse besondere Bedeutung besitzen. Das ist einmal das Thema Gartenbau und zum anderen das Thema Sexualkultur, was hier gerade bei Johann Friedrich eine große Rolle spielte. Das Thema Garten ist ja schon recht gut erforscht hier in Eutin. Es gibt aber eine ganze Reihe von bislang nicht ausgewerteten Quellen, gerade zur Johann Friedrich Zeit, die, wie ich meine, doch interessante neue Aufschlüsse für Eutin zulassen. Beenden würde ich dann gerne mit einer kurzen Zusammenfassung. Ganz kurz zur Einleitung, ein paar Caveats, ein paar Begrenzungen hier. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht von der kürzlich verstorbenen britischen Autorin Hilary Mantel einige Aussagen, die sie vor einigen Jahren in einer Reflecture gemacht hat zum Wesen der Geschichte. Nur kurz daraus einige Auszüge. Es handelt sich also um das Überbleibsel dessen, was die Jahrhunderte, wenn sie durch das Sieb geronnen sind, überlassen. Sozusagen die Restmenge dessen, was wir heute noch erfassen können. Und es ist oft nur das Beste, was wir tun können, oft nicht mal das. Ich versuche heute Abend mein Bestes zu tun. Die Quellen zu Johann Friedrich, das muss man sagen, sind dürftig. Sie sind dürftig für das Erzstift Bremen und sie sind noch viel dürftiger für das Hochstift Lübeck. Besonders schmerzlich ist der Verlust sämtlicher Kammerakten. Die Kammer ist die zentrale Verwaltung eines frühneuzeitlichen Fürstentums, aus der die zentralen Ausgaben und auch gerade die für die Hofkultur wichtigen Ausgaben im Regel gespeist wurden. Das heißt, diese Quellen haben wir nicht zur Verfügung. Ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Was ist ein Hof? Das Thema ist beliebig komplex und wird auch kontrovers diskutiert. Man kann es, denke ich, für unsere Zwecke hier als Ort des Lebensvollzugs eines Fürsten, seines täglichen Lebensablaufes und gegebenenfalls, wenn der Fürst ein Herrscher ist, auch der Landesadministration, der Verwaltung ansprechen. Der Hof hat mehrere Dimensionen, eine räumliche Dimension. Es spielt sich an verschiedenen Orten ab, wenn der Herrscher reist. Der Hof ist ein soziales Gebilde, der Herrscher zieht Personen an sich, er hat vielleicht eine Familie, Bedienstete. Und der Herrscher ist, und der Hof ist eine politische Institution, wenn Herrschaft im Spiel ist. Hofkultur dann, Kultur verstanden als Bindeglied zwischen dem Menschen und seiner Umgebung, der natürlichen Umgebung, auch der sozialen Umgebung und als gesellschaftliches Milieu, als eigener Lebensstil mit eigenen Werten, eigenen Regeln, eingebettet in einen Referenzrahmen, interne Referenzrahmen und externe Referenzrahmen, die durchaus unterschiedlich sein können. Der Forschungsstand in Deutschland zur Hofkultur, frühneuzeitlichen Hofkultur im Heiligen Reich, ist relativ gut, allerdings sehr durchwachsen. Und gerade zu dem Thema weltliches Hochstift, also dieser Zwittererscheinung, die im Zuge der Reformation aufkommt und grosso modo mit wenigen Ausnahmen, unter anderem Eutin, im Zuge des beendigten 30-jährigen Krieges wieder verschwindet, dieser Zwitter nämlich, wo im Prinzip ehemalige oder geistliche Fürstentümer rein weltliche Fürsten als Vorsteher bekommen, im Prinzip im lutherischen Bereich sogenannte Administratoren, weil sie nie die päpstliche Bestätigung erhalten natürlich. Gerade in diesem Bereich ist der Forschungsstand sehr dürftig beziehungsweise fast nicht existent. Kurz einige Worte zur Bedeutung. Warum befasst man sich mit so einem Thema? Ein Grund ist natürlich, dass gerade jetzt im protestantischen Bereich, im nachreformatorischen Bereich, die Kirche als Auftraggeber an Wertigkeit verliert und weltliche Fürsten als Auftraggeber einen Aufschwung erleben. Das heißt, wenn man wirklich die Spitzenprodukte des damaligen Kunsthandwerks, der damaligen Kunst treffen will, dann muss man sich mit Hofkultur auseinandersetzen.
Ein anderer Punkt, und der ist gerade auch für den Raum zwischen Elbe und Weser, weniger hier für Sie, die Sie hier mit diesen tollen Bauten, dem Schloss, der Bibliothek und anderem ausgestattet sind, aber der ist gerade auch für das Elbe-Weser-Dreieck von Bedeutung. Da geht es tatsächlich um nichts anderes als das Selbstverständnis der Region. Die Region Elbe-Weser-Dreieck versteht sich als durchaus relativ kulturarme Region. So wird es auch immer dargestellt, wenn Sie in den Dumont-Kunstführer Elbe-Weser-Dreieck blättern, dann steht da sehr salopp gesagt, hier war nicht viel. Es ist die Rede von einer bescheidenen Hofkultur der Bremer Fürsterzbischöfe. Und das ist insofern auch verständlich, als 99,x% des Sachguts, das damals produziert wurde oder dieser Hofkultur, verschwunden ist und vergessen ist. Wenn man sich dann aber den Quellen zuwendet, dann findet man doch sehr schnell Beispiele von hochstehender Kultur, die also dieses negative Bild doch etwas wieder gerade rücken. Das heißt auch, jetzt unter zum Beispiel touristischen Gesichtspunkten, ist der Bereich Hofkultur durchaus interessant. Wir sprachen kurz über die Projekte, die ich, oder das Projekt, was ich hier immer noch mache für den Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen-Verden. Und da geht es im Prinzip spezifisch um Johann Friedrich und seine Hofkultur. Dazu werden zwei Publikationen erscheinen. Die eine ist jetzt in Druckvorbereitung. Es geht da um den sogenannten Erbhof in Tedinghausen. Wir werden noch darauf zurückkommen. Ein Lustschloss, das Johann Friedrich für eine seiner Frauen bauen ließ. Und das zweite ist dann eine detailliertere Ausarbeitung zu dem Thema Hofkultur unter Johann Friedrich. Einschließlich natürlich auch Lübeck. Also es ist nicht nur der bremische Gesichtspunkt, der hier zum Tragen kommen soll, sondern es geht hier um die Länder insgesamt, Johann Friedrichs. Ganz kurz zur Hofkultur. Wie kann man das analytisch angehen? Das ganze Phänomen ist recht komplex. Man könnte zum Beispiel versuchen, einen systemanalytischen Ansatz zu wählen, um überhaupt den einzelnen Teilen und auch den Interaktionen zwischen den Teilen gerecht zu werden. Ich habe mal versucht, das ganze Thema zu ordnen. Das ist sozusagen Ausfluss eines Literaturstudiums, aber auch des Studiums der Quellen. Warum wird überhaupt Hofkultur veranstaltet? Was ist der Sinn dieser Veranstaltung? Dazu hat Johann Friedrich selber Aufschlüsse gegeben. Es geht um Ehre und Notdurft des Fürsten, aber auch des Landes. Der Begriff der Notdurft ist für uns heute relativ gut verständlich. Da geht es tatsächlich um ganz profane Bedürfnisbefriedigung, Essen, Trinken, Sex, Körperpflege, Hygiene, Gottesdienste natürlich, das geistliche Wohl und eine ganze Reihe von anderen Dingen, unter den Divertissements, die Sie hier sehen, vielleicht Reiten und Ritterspiele, Tanzen, noch als Dinge, die ein Mann von Stand damals können musste oder auch eine Frau teilweise von Stand, wenn es ums Tanzen ging. Dann aber auch viele Dinge, die relativ fakultativ sind und insofern in unterschiedlichen Ausprägungen vorliegen. Das Thema Ehre ist für uns heute weniger gut verständlich. Wir leben in einer Klassengesellschaft, wo die Schichten durch den Zugang zu finanziellen Ressourcen definiert sind. Das war früher anders. Es handelt sich hier zu dieser Zeit um eine Ständegesellschaft, in der Ehre, also ein knappes Wertschätzungsgut, das entscheidende Merkmal sozialer Einordnung war. Diese Ehre bekam man teilweise oder im Wesentlichen zu Geburt mit, so auch Johann Friedrich. Und es galt, sie Zeit seines Lebens zu bewahren und wenn möglich auch zu mehren. Ehre, also ein ganz wichtiger Begriff zu dieser Zeit, für uns heute eigentlich relativ fremd. Und zum Thema Ehre kann man zum Beispiel Dinge verbinden, die hier unter Höflichkeit, Unhöflichkeit aufgelistet sind, wie die Themen Titulatur, Courtoisie, das sind Themen, die uns heute relativ fremd erscheinen. Das erscheint uns heute relativ übertrieben zum Teil. Die floskelhafte Sprache, die gestellste Sprache der Zeit, das hatte aber damals eine ganz, ganz existenzielle Bedeutung,
gerade im Fürstenkreisen, weil man über diese Sprache, über Courtoisie, über Titulatur seine eigene gesellschaftliche Position einordnen und erfahren konnte und auch ausbauen konnte. Das zumindest versuchen konnte, sie auszubauen. Das ist also Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung Hofkultur. Beeinflusst wird die Hofkultur durch, ich habe sie mal hier interne und externe Parameter genannt, wir werden kurz auf einige Beispiele gleich eingehen. Sie hat eine räumliche Dimension, wir werden auch hier auf Beispiele eingehen, und sie hat eine zeitliche Dimension, und zwar im Jetzt, im Heute, im Alltagsablauf, im Festablauf. Das ist die sogenannte synchronische Sichtweise, dann aber auch diachron, denn die Hofkultur verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Dann ganz konkret, was beinhaltet die Kultur, was produziert sie? Das ist einmal Sachgut und das sind immaterielle Kulturkategorien. Sachgut, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Produkten hier, Bauten, Gärten, Bekleidung, Preziosen, Silber und so weiter. Und im immateriellen Bereich, wir sprachen schon darüber, dann viele Dinge, die heute nur noch sehr, sehr schwer zu fassen sind teilweise, wie zum Beispiel das Thema Tanz, zu dem gerade für Johann Friedrich nicht so sehr viele Informationen vorliegen. Das zum Modell, kurz einleitend. Dann der versprochene Überblick in Schlaglichtern, also mit einigen Beispielen. Beginnen wir einmal mit den Parametern und hier mit der Person des Fürsten. Johann Friedrich von Holstein-Gottorf, 1579 geboren, 1634 gestorben, der jüngste Sohn von Herzog Adolf dem Älteren oder Ersten von Holstein-Gottorf, dem Begründer der Gottorfer Linie und seiner Frau, der Landgräfin Christine von Hessen. Aufgewachsen, der Weg geht vom Kinderzimmer in Gottorf über die Präzeptorenausbildung am Witwenhof seiner Mutter in Kiel, über eine ganz kurze Station hier in Eutin mit seinem Hofmeister Heidenreich von Beuneburg an den Kasseler Hof Herzog Moritz, des Landgrafen Moritz des Gelehrten, bevor dann 1596 die Wahl zum Erzbischof von Bremen erfolgt und 1597 nach einigen Querelen tritt er dort die Regierung an. Kurz nach Regierungsantritt unternimmt er eine Reise nach Italien, wo er insbesondere in Padua verweilt. Er wohnt dort im Haus von Galileo Galilei. Er immatrikuliert sich an einer der beiden damaligen Paduaner Universitäten. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass er in besonderem Umfang studentische Studien betrieb, sondern Padua war damals ein großer Ort für ritterliche Exerzitien, für Lernen von Fechten, Reiten und auch Tanzen. 1598 kehrt er unter sichtlichem Heimweh leidend ins Erzbistum Bremen zurück. Es folgen Jahre der Auseinandersetzung mit seinem älteren Bruder Johann Adolf, dem regierenden Gottorfer Herzog, über die Teilung des väterlichen Erbes. Darüber gibt es dann 1606 einen Vertrag. Damit ist dieses Thema geregelt. Nach diesem Vertrag verfügt Johann Friedrich über Länder, die im Prinzip, oder wird Johann Friedrich über Länder verfügen, denn 1607 wird er zum Fürstbischof von Lübeck gewählt. Er verfügt also über Länder, die ein bananenförmiges Territorium bilden, das von der Wesermündung bis nach Fehmarn reicht. Also ein sehr großer, bedeutender Besitz, ein kompositiertes Fürstentum, das aus zwei Wahlfürstentümern und tatsächlich auch Erbländereien besteht. Ähm, 1600 verlobt sich Johann Friedrich mit der Gräfin Anna Sophia von Oldenburg. Die Verlobung wird auf Wunsch von Johann Friedrich zunächst geheim gehalten, weil man erst den Ausgang der Querelen, Teilungsverhandlungen mit seinem Bruder abwarten will. 1606 dann ganz konkret die Vorbereitung der Heirat. Die Teilungsverhandlungen sind ja abgeschlossen. Es wird eine Brautkutsche beschafft, es werden Kleider eingekauft, es werden Juwelen beschafft.
Die Hochzeit soll Pfingsten 1607 stattfinden. Johann Friedrich lässt sie einige Wochen vor dem Heiratstermin platzen. Er informiert seine Schwiegereltern, dass er zunächst noch um die kaiserliche Genehmigung nachsuchen will, das Erzstift Bremen auch im Heiratsfall zu behalten. Das schon in gewisser Weise eine Hinhaltetaktik. Tatsächlich hält Johann Friedrich die Oldenburger auf immer und ewig hin. Es kommt zu keiner Heirat. 1614 leitet Johann Friedrich eine Verleumdungsklage gegen den Bruder der Braut, den Grafen Anton Günther von Oldenburg, ein, die 1619 ungünstig für ihn beschieden wird. Danach wird eine kaiserliche Kommission eingesetzt, die die Frage untersuchen soll, deren Arbeit aber in den 1620er Jahren im Sande verläuft. Das Verhältnis zu Oldenburg also ein sehr schlechtes, ebenso sehr schlecht in den 1610er Jahren das Verhältnis zu Dänemark, also dem Chef des Hauses Oldenburg, Christian IV. Denn Christian IV. Streckt seine Hände nach den norddeutschen Stiften aus, insbesondere auch nach dem strategisch wichtig gelegenen Erzstift Bremen. Dort versucht er, seinen jüngeren Sohn, den Herzog Friedrich, als Coadjutor mit Sukzessionsrecht, also im Prinzip als designierten Nachfolger und Mitregenten Johann Friedrichs ins Spiel zu bringen. Das durchkreuzt die Pläne des Gottorfer Herzogshauses, den Neffen Johann Friedrichs, Herzog Adolf den Jüngeren, den auf den Bremer Thron zu heben. Es folgen bittere Auseinandersetzungen, die hier bis an die Grenze des Bewaffneten gehen, in denen auch ein versuchter Kidnappingversuch des Oldenburger Grafen liegt, ihm hier habhaft zu werden. 1621 wird das Thema Dänemark abgeschlossen. Es folgen einige Jahre der Ruhe, bis dann der niedersächsisch-dänische Krieg ausbricht. 1626 lässt Christian IV. Das Schloss Bremervörde, die Residenz von Johann Friedrich, die Hauptresidenz von Johann Friedrich, überrumpeln. Sie wird durch Verrat zugänglich. Johann Friedrich wird frühmorgens aus dem Bett, buchstäblich aus dem Bett gescheucht und muss sich dann in seine nordelbischen Lande zurückziehen. Er kommt zunächst hierher nach Eutin. Aber er ist auch hier vor den Nachstellungen des dänischen Königs nicht sicher und zieht sich dann im Jahreswechsel 1626-27 auf den Bischofshof in Lübeck zurück, wo er die nächsten zwei Jahre in größerer Armut lebt. Denn Christian IV. Kapert seine Aufkünfte und sieht zu, dass Johann Friedrich die Geldversorgung nach Möglichkeit abgeschnitten wird. Johann Friedrich kehrt dann 1628 ins Erzstift Bremen zurück, muss noch einmal sich nach ins sichere Bremen zurückziehen vor kaiserlichen Truppen und ist dann die letzten beiden Jahre seiner Regierung hauptsächlich in Bremervörde. Es gibt keine eindeutige Zeitverteilung, wie es das in anderen Fürstentümern gab, zwischen dem Hochstift Lübeck und dem Erzstift Bremen, sondern alles, den Eindruck, den man gewinnt, ist, dass Johann Friedrich seine Zeit frei eingeteilt hat und nach Eutin kam, wenn es notwendig war oder wenn es ihm in Bremen zu heiß wurde, zum Beispiel, weil 1611 dort die Pest grassierte, oder, und dafür werden wir ein Beispiel sehen, weil der Druck des Oldenburger Grafenhauses ihm zu viel wurde. Johann Friedrich war ein gewissenhafter Verwalter. Er hat sich redlich um die Verwaltung seiner Fürstentümer gekümmert. Als mittelmächtiger Fürst war er Spielball größerer Mächte, wenn Sie so wollen, ein Mittelmanager, der vom Kaiser und vom dänischen König Druck von oben bekommt und unten von seinen Ständen, insbesondere den Ständen des Erzstifts Bremen. Er war gebildet, aber er war kein Kunstmäzen, er hatte kein großes Kunstinteresse. Er war ein insofern relativ durchschnittlicher Fürst seiner Zeit. Was Sie hier sehen, ist ein Abguss, der heute in St. Petersburg aufbewahrt wird, eines der wenigen Porträts Johann Friedrichs, ein Gnadenpfennig, der gegen 1620 datiert.
und sicherlich früher in sehr kostbaren Ausfertigungen vorhanden war, die nicht mehr überliefert sind. Unter anderem gibt es auch ein Exemplar oder gab es ein Exemplar, was auf der einen Seite sein Porträtkopf zeigte und auf der anderen Seite das Porträt einer seiner Frauen, also keine Ehefrau, aber eine andere Art von Frau. Wir werden noch auf das Thema zurückkommen. Insgesamt hat er ganz erkennbar gar keinen Wert auf seine Memoria, also die Erinnerung an ihn, gelegt, sodass heute auch relativ wenig von ihm erhalten ist. Es gab kurzzeitig den Plan, er hatte kurzzeitig den Plan, sich hier in Eutin bestatten zu lassen, denn eine Nekropole der Bremer Erzbischöfe gab es zu seiner Zeit nicht mehr. Aber er hat sich dann offensichtlich entschieden, beziehungsweise das Gottorfer Herzogshaus hat kurz einen Prozess gemacht und seine Bestattung erfolgte dann, wie bei vielen anderen Mitgliedern der Familie auch, aus den Nebenlinien im Dom zu Schleswig, wo sein Grab heute noch erhalten ist. Es ist vor kurzem geöffnet worden, neu geordnet worden. Es sind auch Analysen gemacht worden, unter anderem zu seinem Gebiss und anderen Dingen. Und alles ist in feiner Ordnung wieder in die Gruft zurückgelegt worden. Das heißt, als Person insgesamt ist von ihm jetzt nicht eine besonders entwickelte Hofkultur, wie man sie von den Höfen zu Bückeburg oder Wolfenbüttel oder Gottorf oder Brake stellenweise kennt, zu vermuten, sondern er war eine eher durchschnittliche Gestalt. Zur fürstlichen Familie, hier kurz einige Beispiele. Johann Friedrich hatte mehrere Frauen. Wir kommen später noch dazu, welche Art von Beziehungen das eigentlich waren. Diese Frauen hatte er nacheinander. Es gibt keine wirklichen Belege für die in der Literatur immer wieder behauptete Polygamie Johann Friedrichs, sondern diese Frauen waren tatsächlich nacheinander. Die unglückliche Verlobte. Dann eine Frau, Katharina Blechenblock, die bis etwa 1613 die Hauptfrau Johann Friedrichs ist. Danach Gertrud von Heimbruch von 1614 bis zu ihrem Tod 1620, Frau Johann Friedrichs. Unmittelbar danach die Eutinerin Katharina Laurenzen, wir werden auf sie zurückkommen. Und von 1624 bis 1634 bis zu seinem Tod dann Anna Doppels. Aus seinen verschiedenen Verhältnissen war entsprossen Kinder, die Geschwister Friedrich und Christine von Holstein und der Sohn Johann Friedrich von Holstein. Diese beiden Kinder sind vermutlich der Katharina Block zuzuordnen. Johann Friedrich von Holstein ist der Katharina Laurenzen zuzuordnen. Die Anna Doppels, die immer wieder als Mutter seiner Kinder ins Spiel gebracht wird, hat er mit ihm keine Kinder. Welchen Einfluss hat nun die fürstliche Familie auf die Hofkultur gehabt? Ich habe Ihnen hier zwei Beispiele mitgebracht. Hier sehen Sie ein qualitativ sehr hochwertiges Gemälde, das im Schloss zu Husum hängt und auch dort auch nachweislich seit dem 17. Jahrhundert gehangen hat. Ein Kniestück, das Johann Friedrich im Jahr 1607 zeigt. Ich denke, die Datierung ist nicht ganz zufällig. Es handelt sich hier erkennbar nicht um ein Staatsporträt, wo er als in Ganzfigur zu sehen ist, sondern um ein etwas intimeres Werk. Ich denke, der Zusammenhang mit der spektakulär geplatzten Heirat 1607 ist gegeben. Als Künstler dieses Gemäldes möchte ich Jakob van Dort vorschlagen. Jakob van Dort ist heute gründlich vergessen. Er war in Hamburg basiert und war der führende Porträtist Nordeuropas seiner Zeit. Er hat für die Höfe von London über Kopenhagen bis Stockholm gearbeitet. Er ist 1629 in Stockholm gestorben. Er hat auch viel für die norddeutschen Höfe gearbeitet, den Wolfenbütteler Hof und auch für den Gottorfer Hof. Dieses wäre dann eines seiner frühesten bekannten Gemälde. Sprich, durch die Verlobung mit Anna Sophia von Oldenburg kam es zu einer erheblichen Kunstproduktion
von der das hier, das Gemälde hier, wohl der letzte Überrest ist, der erhalten ist. Dann ein zweites Beispiel. Für seine Frau Gertrud von Heimbruch ließ Johann Friedrich dieses Gebäude errichten, was sehr gut erhalten ist. Das sogenannte Neue Prinzipalhaus auf dem Erbhof von Tedinghausen, südlich von Bremen. Heute teilweise auch öffentlich zugänglich. Der Saal hier oben ist zugänglich. Man kann hier auch heiraten inzwischen. Ein Gebäude, das ich als Frauenschloss bezeichnen würde, nämlich als ein Vertreter eines Bautyps, der gebaut wurde für eine fürstliche Frau, wie auch immer die Beziehung genau war. Es musste keine formelle Ehe sein. Mit dem Ziel, dass dort das Paar leben konnte, aber auch mit dem Ziel der Versorgung der fürstlichen Frau und gegebenenfalls ihrer Kinder. Dass es zu dem Versorgungsfall im Fall des Erbhofes nicht kam, ist einfach durch den Tod von Gertrud von Heimbruch 1620 bedingt. Hier oben in der Brüstung dieser Ausflucht sehen Sie das Wappen von Heimbruch. Das hier ist ein großer Renaissance-Saal, der ist heute noch privat bewohnt, aber es ist ganz eindeutig als Renaissance-Saal rekonstruierbar. Es ist aber davon auszugehen, ob dieses sehr ungewöhnlichen Grundrisses mit zwei Sälen, dass hier ursprünglich das Apartment der Gertrud von Heimbruch geplant war, hier unten das Apartment Johann Friedrichs. Es handelt sich hier jeweils um drei Räume, ein Stubenapartment mit einem Vorzimmer. Dieses Gebäude ist von außen ein wahres Juwel der nordischen Renaissance, genau des nordischen Manierismus. Man vergleiche Schloss Frederiksborg oder Schloss Rosenborg und ist im Prinzip das beste erhaltene Bauwerk, das Johann Friedrich hat aufführen lassen. Die Baukosten sollen 50.000 Reichstaler betragen haben, ein für die damalige Zeit außerordentlich hoher Betrag. Auch hier wieder also eine Frau, die hinter, die sozusagen die Triebfeder ist, der Antrieb ist, dass dieses bedeutende Gebäude errichtet wird. Auch in damaliger Zeit schon Aufmerksamkeit erregende Gebäude. Wichtig für die Hofkultur generell ist die weitere fürstliche Familie, in diesem Fall hier dann auch die Geschwister, seine Geschwister. Und ich möchte hier nur ein Beispiel rausgreifen, nämlich seine Schwester Sophia, die lange Jahre als Herzoginwitwe von Mecklenburg-Schwerin verbrachte, nachdem sich ihr Mann Johann VII. Von Mecklenburg umgebracht hatte. Eine außerordentlich tüchtige und energische Frau, die als Witwensitz das Schloss in Lübs hatte. Hier sehen Sie eine Darstellung, einen Grundriss aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert vor ihrer Zeit. Hier sehen Sie eine Rekonstruktion dieses Schlosses, auf dem sie in großem Umfang gebaut hat, ebenso wie sie das Kloster Rehna in ein Schloss mit einem großen Rittersaal umgebaut hat. Und diese Frau und Johann Friedrich stehen in ständigem Austausch, auch was kulturelle Dinge angeht. Sie sendet ihm Baumeister zu, von denen einer das Oldenburger Schloss Anton Günthers aufbaut. Die Bedeutung dieser Frau für Johann Friedrich gar nicht zu überschätzen. In ihrem Schlafzimmer auf Schloss Lübz hing ein ganz Figurenporträt ihres Bruders, das heute leider verloren ist. Dann der Hofstaat, wie beeinflusst der die Hofkultur, wie prägt der die Hofkultur? Dazu habe ich Ihnen hier nur ein Beispiel mitgebracht, und zwar geht es hier ums Fechten. Offenbar eine besondere Passion Johann Friedrichs. 1598 bringt Johann Friedrich aus Padua eine der damaligen Berühmtheiten Europas mit, ein Mann, der noch heute berühmt ist in einschlägigen Kreisen, nämlich Salvator Fabris, ein Fechtmeister aus Padua. Der Mann bekommt ein exorbitantes Gehalt, 600 Goldscudi, 500 Silbertaler, 4 Pferde für eine Kutsche und er darf an der fürstlichen Tafel speisen. Er residiert in Bremervörde, aber er wird im Prinzip vorgeführt wie ein
Tanzbär, will man schon fast sagen. Er wird auf die Landtage mitgenommen. Er wird auf Reisen an andere fürstliche Höfe mitgenommen. Ausfluss seiner Tätigkeit in Bremervörde ist dieses Werk. Es handelt sich um drei Bände. Es ist eine Handschrift, illuminierte Handschrift, in hervorragender Qualität, die heute zu den Zemelien der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen gehört. Sie sehen, es ist hier von einem Schönschreiber. Ich denke auch, es ist relativ leicht zuschreibbar, wer das war. Gemalt, die Fechtpositionen sind illustriert. Ein außerordentlich kostbares Werk. Johann Friedrich gewidmet, wie es nach Kopenhagen gelang, ist unbekannt. 1601 verlässt Salvator Fabris Bremervörde und wird Fechtlehrer Christians IV. Von Dänemark. Und 1606 lässt er im Prinzip dieses Werk dann auch im Druck erscheinen. Er verlässt Johann Friedrich im Guten, das ist erkennbar, weil er wiederholt noch Bremervörde besucht. Es ist aber auch erkennbar, dass er in Bremervörde ein zu kleines Wirkungsfeld hatte und sich nach größeren Wirkungsbahnen sehnte. Ein anderer interessanter Höfling, kurze Zeit gegen 1620, war Sebastian Häusler, auch heute in Fechtkreisen noch ein Name, der bekannt ist. Er war alles Mögliche eigentlich, Drucker, Verleger, Verfasser, Fahnenschwenker, Freifechter und er war am Hofe Johann Friedrichs als Hofwachtmeister angestellt. Hier eine seiner Publikationen, ein schillernder Mann, basierend in Nürnberg mit einer großen Familie, die er jahrelang immer wieder periodisch im Stich ließ, um sich an verschiedenen Orten Europas zu tummeln, so auch am Hof Johann Friedrichs. Diese Leute verliehen natürlich dem Hof in Bremervörde, gegebenenfalls auch in Eutin, wenn sie denn hierher kamen, das könnte zum Beispiel in seinem Fall der Fall gewesen sein, einen gewissen Glanz. Das sieht man sehr schön an der Art und Weise, wie Johann Friedrich den Salvator Fabris tatsächlich vorzeigte. Nur ein weiteres Beispiel, er wird nachher noch weiter erscheinen, Gottlieb von Hagen, ein heute völlig vergessener Mann, ein bisschen zu Unrecht, der Schwager dann Johann Friedrichs, er heiratet die Tochter Johann Friedrichs, Christine von Holstein. Die Ehe ist notorisch unglücklich, die beiden hassen sich wie die Pest, die Ehe wird 1638 geschieden. Gottlieb von Hagen arbeitet zunächst für Johann Friedrich, zunächst 1621 fassbar. Er ist dann hier in Eutin Rat und auch Amtmann oder Drost Johann Friedrichs. 1625, wie gesagt, die Heirat mit Christine von Holstein. Er scheidet dann aus dem Dienst Johann Friedrichs und begibt sich in den Dienst Christians IV. Hier ein Muster erkennbar. Das tun auch noch andere Höflinge Johann Friedrichs. Das ist natürlich klar, dass man von einem kleineren zu einem größeren Hof gerne wechselt. Heute noch bekannt, ein wenig bekannt durch die vielen Schriften, die er hinterließ, juristische Schriften, er war Jurist, aber eben auch kurioserweise ein Andachtsbuch und ein Gesangbuch, was er veröffentlichen ließ. Ein sehr gelehrter und gebildeter Mann, ein Mann, den Christian IV. Sehr schätzte und zu seinem Residenten in Brüssel machte. Und jemand, der hier konkret in Eutin jahrelang vor Ort war. So viel zu den internen Parametern der Hofkultur, kurz zu den externen Parametern. Ein ganz wesentlicher Parameter sind die Finanzen natürlich. Und hier lässt sich feststellen, dass Johann Friedrich anders als viele seiner Zeitgenossen Wert legte auf ordentliche Finanzen. Er machte keine Schulden, sondern war eigentlich immer unabhängig von den Gläubigern. Ganz anders zum Beispiel als sein älterer Bruder, Johann Adolf, der einen riesigen Schuldenberg schon erbte. Dieser Schuldenberg wuchs recht beträchtlich im Zuge der Vereinbarungen mit seinem Bruder Johann Friedrich und er wuchs auch sonst weiter. Auch wenn man viele andere Höfe sich vor Augen führt, Wolfenbüttel, Brake, Kassel, überall das gleiche Thema, riesige Schulden. Bei Johann Friedrich ist das, wie gesagt, anders. Da lässt er sich schon eher mit dem Fürsten Ernst
von Holstein-Schaumburg vergleichen. Das setzt aber natürlich auch Grenzen für die kulturellen Aktivitäten, die er entfaltet. Wichtig auch innenpolitisch, mögliche Mitspracherechte der Stände, die greifen insbesondere beim Thema Geld. Wenn man für Bauten oder ähnliches Geld braucht, dann muss man gegebenenfalls die Stände fragen. Ansonsten lebte Johann Friedrich relativ unabhängig. Und schließlich Außenpolitik. Und da ein ganz wichtiges Thema. Und das ist die rechtliche Stellung Johann Friedrichs. Er bezeichnete sich selber als Erwählter und Postulierter von Bremen und von Lübeck, also Erzbischof oder Bischof. Das war er auch. Er erhielt aber, da er Lutheraner war, nie die päpstliche Bestätigung. Da er die päpstliche Bestätigung nicht hatte, konnte er auch nicht die kaiserliche Regalisierung bekommen. Das höchste der Gefühle, was für ihn möglich war, das war unter dem noch kompromisskatholischen Kaiser Rudolf, war die Erlangung befristeter Lehnsindulte. Seine reichsrechtliche Position war also relativ unsicher. Dementsprechend bezeichnen alle Kaiser ihn auch nur als Herzog zu Holstein, niemals als Erzbischof oder Bischof. Anders die lutheranischen Fürsten, anders seine Untertanen, anders auch er selber, die ihn natürlich als Erzbischof bzw. Bischof bezeichnen. Warum ist das wichtig? Nun, es gibt eine Gedankenschule, die sagt, Hofkultur hat auch oder kann auch einen kompensatorischen Zweck erfüllen, wenn nämlich jemand arm ist, mindermächtig ist, dann entfaltet er eben eine besonders prächtige Hofkultur. Man kann das sehr gut am Prager Hof der Lipper Grafen sehen. Der Graf Simon der VI. Musste 600.000 Reichstaler Schulden machen, um eben diese prächtige Hofkultur zu entfalten, die wir heute noch bewundern. Aber im Prinzip war er ja ein relativ bedeutungsloser Kleinherrscher. Dieses Moment, eine unsichere Stellung, hat Johann Friedrich aber nicht benutzt, um kompensatorisch tätig zu werden. Ganz interessant, er hätte ja auch Propagandakampagnen starten können. Das hat er nicht gemacht. Soweit zu den Parametern. Kurz noch zu den räumlichen Dimensionen. Die Hofkultur spielte sich in ganz, ganz verschiedenen Orten ab, denn Johann Friedrich, wie alle Fürsten seiner Zeit, reiste beständig. Es gab dennoch Residenzen, insbesondere Bremervörde, wo er sich hauptsächlich aufhielt. Ich habe mal ein Itinerar gemacht, das man auch statistisch auswerten kann, wo er sich überall aufgehalten hat. Bremervörde ist mit Abstand der Platz, wo er am meisten war. Aber er hat sich auch des Öfteren in Eutin aufgehalten. So viel hier zu diesem Bauwerk. Man kann sagen, auf Schloss Eutin hat er bereits kurz nach Amtsantritt angefangen zu bauen. Er war sehr überrascht, als er hier im Rahmen seiner prächtigen Einführung im Januar 1607 herkam, dass das Schloss zu klein war für seinen Hofstaat. Er musste also seine Leute teilweise im Ort einmieten. Und er hat dann eigentlich Zeit seines Lebens immer wieder an dieser Anlage gebaut. Er hat hier den Vorhof erweitert, 1608 einen neuen Reitstall, einen neuen Marstall gebaut, 1619 diesen Torturm errichtet. Ich denke auch, dass er die Kanzlei aus dem Schloss in den Vorhof verlagert hat, um einfach den Kanzleibetrieb nicht im Schloss zu haben. Und er hat immer wieder hier auch gebaut. Es kam zum Einbau von zwei Schachttreppenhäusern, also geradläufigen Treppen, das war für die Zeit relativ modern, kann man sagen. Das eine ist noch erhalten mit dem Portal von 1616. Er hat die Kapelle umgebaut. Dazu gibt es verschiedene Meinungen von dem Mann, der sich besonders intensiv hier mit der Baugeschichte befasst hat, dem Herrn Schulze. Aber ich denke, es ist relativ klar, dass er die Kapelle auch umgebaut hat, vielleicht nicht fertig gebaut hat. Und er hat auch immer wieder an den Apartments gebaut. Und da sind erkennbar Bezüge zur Gottorfer Hofkultur, unter anderem 1624, wo er von dem Schleswiger Marmorier Enoch Hannemann
eine sonderliche Art von Fliesen bestellt, Gipsfloren, die man sich als Marmorimitat, so eine weiß-schwarze Musterung vorstellen muss. Also er hat hier das Schloss nicht nur gut baulich unterhalten, sondern er hat es tatsächlich auch auf den modernen Stand gebracht. Anders in Bremervörde, er hatte das Unglück, dass 1603 das überkommene Residenzschloss in Bremervörde mit Ausnahme des Zeughauses komplett abbrannte und insofern ein völliger Neubau gefordert wurde, was hier geleistet wurde. Ganz erkennbar ein Konglomeratbau. Und dort kann man vermuten, dass sich die Stände des Erzstifts, die damals eifrig hier mitmischten beim Wiederaufbau, vernehmbar gemacht haben und darauf gedrungen haben, dass man aus Kostengründen die alten Keller wieder benutzt. Von diesem Bauwerk stehen heute nur noch diese beiden Bauten, die 1609 von Johann Friedrich errichtete Kanzlei und der Marstall, von dem nicht ganz klar ist, wann er errichtet wurde, möglicherweise von Johann Friedrich. Leider abgegangen ist das Ballhaus, also das Tennishaus, was Johann Friedrich hier errichten ließ. Weitere Orte, an denen die für die Hofkultur relevant waren, neben den Residenzschlössern, sind die Stadtpaläste der Bremer Fürsterzbischöfe in Bremen und Lübeck. Tatsächlich war das Bremer Palatium überhaupt nicht relevant für Johann Friedrich. Es diente damals als Mietshaus. Dieser bedeutende Bau, hier sehen Sie das Bremer Rathaus, hier sehen Sie den Dom. Dazwischen lag dieses bedeutende mittelalterliche Bauwerk, was leider im 19. Jahrhundert bedenkenlos abgerissen worden ist. Keinerlei Bedeutung für Johann Friedrich. Er wohnte, wenn er in Bremen war, in einer Domherrenkurie. Anders in Lübeck, der Bischofshof, wir sprachen schon drüber, dort hatte er tatsächlich mehrere Jahre lang permanent gewohnt und dieses Gebäude war tatsächlich auch eingerichtet. Nicht vielleicht so prächtig wie zum Beispiel der Pferdener Bischof, Bischofshof seines Nachbarn, Philipp Sigismund von Pferden und Osnabrück, aber dennoch eine standesgemäße Residenz. Dann gab es eine ganze Latte von Landschlössern, sowohl im Hochstift Lübeck. Da haben wir zu nennen, neben Eutin, Pemen, wir kommen auf Pemen zurück, das Lusthaus Rotensande ist da noch zu nennen. Dann in seinen Erblanden zum Beispiel das Kloster Zismar, damals kein Kloster, sondern ein Schloss, auch als Schloss umgebaut von Johann Friedrich. Dann im Erzstift Bremen eine ganze Reihe von weiteren Schlössern. Ich habe Ihnen hier nur ganz kurze Auswahl mal mitgebracht. Dieses ist das Schloss Tillinghausen, also nicht der Erbhof, sondern das landesherrliche Schloss mit einem turmartigen Gebäude, das Johann Friedrich dort 1610-11 errichten ließ, kurz bevor er das neue Prinzipalhaus auf dem Erbhof baute. Hier das erhaltene Ottersberger Schloss, heute leider kräftig entstellt durch eine Nutzung als Waldorfschule. Und hier das abgegangene Langwedeler Schloss. Es handelt sich hier regelmäßig um Zweiflügelanlagen. Das sehen Sie hier auch noch, die ältere Zweiflügelanlage des Tedinghausener Schlosses. Auch hier spielte sich höfische Kultur ab, denn diese Schlösser wurden regelmäßig immer wieder aufgesucht und waren auch, das sehen Sie heute noch in Ottersberg, wenn Sie hier reingehen, hier oben ist ein Saal, hier oben ist ein anderer Saal. Das wird heute zwar schulisch genutzt, aber das höfische Ambiente ist durchaus noch trotz erheblicher Entstellungen teilweise erfahrbar. Die Dome in Bremen und Lübeck spielten keine Rolle für Johann Friedrich. Der Bremer Dom war im Übrigen während seiner gesamten Regierungszeit geschlossen. Auch die Kirchen der Residenzorte, es wird immer wieder gesagt, die Kirche der Residenz ist sozusagen primus inter pares der gesamten Kirchen des Landes, spielten nicht eine wirklich erkennbare Rolle als solche in seinen Landen. Es gab Kirchenstände, fürstliche Kirchenstände, so hier auch in Eutin. In Eutin hatte er den Kirchenstand seiner Vorgänger geerbt. Er hat hier nicht erkennbar große Zutaten gemacht.
Wichtig für ihn noch die Klöster, aber nur für das Erzstift Bremen, denn hier in Holstein waren sie ja eingezogen. Im Erzstift Bremen waren sie nicht eingezogen. Das heißt, sie fungierten weiter, entweder als katholisch oder gemischt konventionell. Und in allen diesen Klöstern gab es Apartments für den Fürsten. Hier unter anderem in Zeven mit einer direkten Verbindung zur Kirche und hier in Altkloster, wo Johann Friedrich außerordentlich häufig abstieg. Altkloster, eine Art Hotelbetrieb, kann man fast schon sagen, weil viele Reisende, die von Süden in den Norden reisten, hier abstiegen. Die Klöster waren ja verpflichtet zur Gastfreundschaft und das wurde im Fall Altkloster sehr weitlich ausgenutzt. Zeven, noch heute teilweise vorhanden, Altkloster leider komplett abgegangen. Und noch ein anderer interessanter Tagungsort, nämlich unter freiem Himmel, der Tagungsort der stiftbremischen Landstände am Steingraben bei Bastal, also richtig auf dem Lande im Niemandsland, unter dem freien Himmel, ein traditioneller Ort, wo aber die Stände erschienen. Und da wird man sich schon vorstellen dürfen, dass man in seiner besten Kleidung erschien und das Ganze einen sehr prächtigen Anstrich hatte. Ganz kurz noch zur zeitlichen Dimension. Alltag und Fest. Auch Johann Friedrich regelte den höfischen Alltag durch eine ganze Reihe von Verordnungen. Es war alles geregelt. Selbst die Altfrau, also die Frau, die Reine machen und Betten machen und Wäsche unter sich hatte, selbst für die schrieb er persönlich eine Ordnung für die Altfrau. Es war also alles bis ins kleinste Detail geregelt oder auch die Stallordnungen, wie sich die Stallknechte zu beleben hatte. Ein unglaublich reguliertes Leben für die Bediensteten. Veränderungen im Laufe der Zeit lässt sich bei Johann Friedrich eigentlich hauptsächlich dadurch beobachten, dass er in den kriegsbedingten Jahren 1626 bis 1632 teils hier in Lübeck, teils in Bremen, nur sehr, sehr eingeschränkt Hof halten konnte. Das sozusagen einige Überlegungen mit einigen Beispielen zur Hofkultur und wie sich das manifestierte und auch welche Rahmenbedingungen, welche Einflussfaktoren zu berücksichtigen waren. Damit komme ich zu einem Beispiel, konkreten Beispiel jetzt der Hofkultur, und zwar zum Thema Gartenkultur. Es gibt in der älteren Literatur mehrere Aussagen zur Eutiner Gartenkultur, die nicht mehr in allen Einzelheiten überprüfbar erscheinen. Es gibt den französischen Geschäftsträger Desain de Commissoire, der hier 1629 in Abwesenheit Johann Friedrichs vorsprach, um Christian IV. Zu treffen. Dessen Memoiren wurden 1664 gedruckt. Und man spricht dort davon, dass sich Johann Friedrich sehr um die Gartenkunst in Eutin gekümmert hat, dass es hier einen Garten, der von Kanälen umgeben war, gab, dass es in der Mitte ein Lusthaus gab, dass es eine Fontäne gab und auch einen Pontonnant, also eine Brücke, die sich seitwärts bewegte, eine Scherzkonstruktion, ein grober Scherz, wie man sie in der Renaissance liebte. Es gab also zwei Brücken, wenn man die eine wählte, dann kam man trockenen Fußes an das andere Ufer. Wenn man die andere Brücke wählte, dann drehte sich die Brücke und man landete im Graben. Das sozusagen hier und dann auch hier noch die Stimmen von Johann Rudolf Becker und Lackmann aus dem 18. Jahrhundert, die von einer Voliere sprechen und die auch von der Anlage eines Gartens sprechen. Das sozusagen zwei Literaturstellen, die man heute als Quellen benutzen muss. Dann gibt es tatsächlich einige aktenmäßige Überlieferungen, die bislang übersehen worden ist, in den Darstellungen der hiesigen Gartenkunst. Johann Friedrich erbt einen Nutzgarten mit Salat und anderem Kraut und auch Kappeskohl. Salat ganz interessant, weil es doch darauf hindeutet, dass hier schon feinere Kost nach französischer Art serviert wird. Dann ist erkennbar, dass 1610 sehr umfangreiche Erdarbeiten hier stattfinden zur Anlage eines wirklich neuen Gartens. Das unebene Terrain wird planiert und aufgefüllt
Und die Arbeiten gehen noch im nächsten Jahr weiter. Hierzu werden umfangreiche Dienste herangezogen. Und es ist eindeutig die Rede von einem neuen Garten beim Hause Eutin. Dann ist erst wieder aus den letzten Jahren ein Einblick möglich. 1634 werden Areale gepflastert. Und es ist die Rede von einem Brunnen im Garten, einer Wasserkunst und interessanterweise auch von einem Feigenhaus, also einer Art früher Orangerie. Vermutlich ein feststehendes Gebäude und kein abschlagbares Gebäude, aber ganz sicher ist das nicht. Als Gärtner werden erwähnt ein Stefan Höwitz 1608 und dann interessanterweise ein Harmen Meyer, auf den wir noch zurückkommen werden bei der Besprechung der Gärten des Erbhofes. Und der Kunstmeister und Brunnenmeister Fortuna Columbu, von dem bereits Gisela Tietje vermutete, dass er schon unter Johann Friedrich tätig war. Und eine Tätigkeit schon unter Johann Friedrich lässt sich tatsächlich auch nachweisen. Der Mann ist aus der Toskana hierher berufen worden, um die Wasserspiele, von denen Desai redet und von denen auch hier in den Quellen die Rede ist, einzurichten. Das heißt also durchaus eine rege Gartenbautätigkeit während der Regierung Johann Friedrichs. Diese Wasserkunst, das ist gut bekannt, wurde hier aus dem Lindenbruch gespeist, die Rohre gingen hier durch. Sie flossen dann in einen Fischteich, der Fritzendiek heißt und nachweisbar schon zu Johann Friedrichs Zeiten existierte und haben dann sicherlich hier im Garten die entsprechenden Wasserkünste gespeist. Die Rohre, dicke Eichenstämme und auch die Verbindungen der Rohre sind gut bekannt. Im Ergebnis muss ein Garten entstanden sein, den man auf den frühesten Ansichten der Eutiner Gärten sieht, und zwar hier 1648, der Garten hier. Hier sieht man das Wasser, was durch die Wasserkunst hier in diese Richtung geleitet hat, läuft hier in den Eutiner See. Und man sieht im Prinzip noch das gleiche Muster hier mit einer Parterrezone, Kanälen und auch den von Desai beschriebenen Alleen. Es handelt sich also um eine durchaus aufwendige Anlage, angelegt in einem relativ unwirtlichen Gebiet damals mit großem Aufwand. Johann Friedrich war nicht nur in Eutin gartenbaulich tätig, sondern er war auch in Bremervörde gartenbaulich tätig. Und zwar darf man ihm diesen Garten hier unten zuordnen. Ich habe den mal den Südwestgarten genannt. 1615 lässt er die Befestigungen des Schlosses erweitern. In dem Zusammenhang geht der alte Garten ein in Bremervörde und es wird dieser neue Garten angelegt, der charakterisiert ist durch eine langrechteckige Parterrezone, flankiert von Baumgärten. Man sieht das Ganze hier nochmal. Das hier ist allerdings eine sehr verzeichnete Darstellung Merians, wo man erkennbar diesen Garten sehr zusammengestaucht hat. Das ist dann in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Und als letztes Beispiel der Gartenkunst Johann Friedrichs, der Garten des Erbhofes. 1620-21 passieren hier sehr umfangreiche Gartenbauarbeiten, die man mehr oder minder sicher aufgrund von verschiedenen Umständen mit der Anlage dieses langrechteckigen Gartens, der von einem Kanal umgeben wird, in Verbindung bringen kann. Der wird axial erschlossen. Querwege teilen das Ganze und ungefähr in der Mitte gibt es einen ovalen Teich, ähnlich wie in der Gartentheoretiker Furtenbach, ein wenig später abbildet. Ein Garten, der in vielerlei Hinsicht noch mit dem Osnabrücker Schlossgarten des vorgerückten 17. Jahrhunderts dann vergleichbar ist. Wie kann man nun die Gartenkunst Johann Friedrichs insgesamt würdigen? Und dazu gibt es eigentlich keinen besseren Maßstab als die Gotthofer Schlossgärten, die ja in Schleswig-Holstein allgemein als Nonplusultra der Gartenkunst des 17. Jahrhunderts angesehen werden. Und hier natürlich der maßgebliche Mäzen Friedrich III., der Neffe Johann Friedrichs, mit dem Johann Friedrich dann auch
sehr eng zusammenarbeitete. Die beiden respektierten sich zumindest. Mit seinem älteren Bruder, dem Vater dieses Mannes, war das Verhältnis ja zeitlebens dann seit 1606 recht untergekühlt. Die Gotthofer Gärten kann man dreiteilen. Es gibt, das ist hier eine Darstellung der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das hier war der alte Renaissancegarten, den der Vater Johann Friedrichs entweder geerbt hat oder hat anlegen lassen. Der braucht uns nicht zu interessieren. Interessant ist aber dieser Garten von Friedrich III. Ab 1623 angelegt, der sogenannte Alte Garten, heute abgegangen. Hier steht heute der Viking Tower. Und Sie sehen auch hier die gleichen Gliederungsprinzipien, eine langgestreckte Anlage, längsaxial erschlossen mit Querwegen und verschiedenen Parterres. Interessant nun, dass dieser Garten nach der Anlage von Bremervörde einzuordnen ist. Die Anlage des alten Gartens wird 1637 abgeschlossen. In diesem Jahr wird das neue Werk begonnen, das Glanzstück der Gotthofer Gärten mit seinen Wasserspielen. Wasserspiele sind aber in Eutin vorher schon vorhanden. 1632 wird hier eine Orangerie erwähnt, die als nicht abschlagbar eingestuft wird und teilweise als die älteste in Deutschland bezeichnet wird. 1632 gibt es aber in Eutin ein Feigenhaus. Das heißt, auch hier sehr enge Parallelen. Und so kann man durchaus spekulieren, Johann Friedrich in diesem Punkt als Senior, damaliger Senior des Hauses Holstein-Gottorf, als der Älteste der Familien-Senior, hier als Impulsgeber für die Gartenbautätigkeit seines Neffen. Auf jeden Fall, die Eutiner Entwicklung ist nicht nach Gottorf, sondern, und auch die Bremervörder nicht, sondern wenn überhaupt vor Gottorf. Und das gibt ein bisschen auch den Stellenwert wieder, den die Gartenbautätigkeit Johann Friedrichs zu dieser Zeit in Norddeutschland hatte. Themenwechsel, obwohl Gärten und Sexualkultur schon gut auch zueinander passen. Sexualkultur. Da müssen wir mit modernen Begriffen arbeiten. Diese Begriffe wären einem Menschen des 17. Jahrhunderts völlig fremd gewesen. Es war ein heteronormatives Zeitalter, sprich nach lutherischer Vorstellung fand Sex nur innerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau statt. Heterosexualität lässt sich für Johann Friedrich immer wieder bestätigen. Das war sozusagen quasi das Sobriquet, was ihm vorauseilte. Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Johann Friedrich ließ sich 1613 von dem Auftragsastrologen David Herlitz ein Horoskop erstellen. Tatsächlich gibt es zwei, denn beim ersten ist man offenbar von einem falschen Geburtstag ausgegangen. In diesem Horoskop schreibt Herlitz, der seinen Auftraggeber offenbar gut kannte, oder wünscht Herlitz seinem Auftraggeber, dass doch vielleicht die Venus nicht immer so prominent erscheinen sollte, wie das regelmäßig wohl der Fall war. Und dann gibt es noch dieses relativ vernichtende Urteil des guten Barons Desay, den wir schon zur Gartenkunst hörten, das darauf hinausläuft, dass Johann Friedrich eigentlich nur in Verhältnissen zu Frauen bzw. beim Sex charmant war und ansonsten in allen anderen Dingen relativ roh. Ein, wie gesagt, recht negatives Urteil. Dieser hat den Johann Friedrich nie getroffen. Er hat das vom Hörensagen vom Andi hier in Eutin so mitgenommen. Aber es liegt durchaus ein Kern der Wahrheit drin. Interessant ist, dass das Thema Homosexualität in Fürstenkreisen im Heiligen Reich so gut wie nie auftaucht. Es ist in der Forschung bislang, soweit ich sehe, praktisch nicht thematisiert und es ist auch in den Quellen, die ich eingesehen habe, eigentlich nicht prominent. Ganz anders als zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich oder auch dem zeitgenössischen England. Man denke nur an Jakob den VI. Und I.
von Schottland bzw. England. Wenn wir die Sexualkultur Johann Friedrichs versuchen einzuordnen, dann kann man eigentlich versuchen, nach dem Rahmen zu gehen, in den diese Dinge passierten. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht die Titelseite der Schmonsette, Erzbischofin auf Bremen, ein historischer Roman über das Leben Johann Friedrichs, geschrieben von einem lutherischen Pastor der dänischen Kirche, Christian Claus Lorenzen, in dem es vor, ich sage mal, schillernden Entwicklungen nur so wimmelt, vom Hamburger Rotlichtmilieu der Zeit bis zu anderen Dingen. Es gibt auch gruselige Schilderungen vom Leben hier auf Schloss Eutin. Man legt das Buch tatsächlich mit einem gewissen Widerwillen zur Seite, wenn man es fertig gelesen hat. Darum geht es hier nicht, um solche Dinge. Man muss dieses Buch, denke ich, im Rahmen der antideutschen Stimmung in Dänemark damals einordnen. Das ist also definitiv sehr, sehr überzogen. Wenn man einmal mehr in die Quellen einsteigt, dann kann man sagen, die nicht beziehungsgebundene Sexualkultur lief zum einen im entgeltlichen und zum anderen im unentgeltlichen Rahmen ab. Für Johann Friedrich ist nicht an die damals durchaus existierende, wenngleich obrigkeitlich immer verfolgte Prostitution zu denken. Also eine Hofprostitution mittelalterlichen Zuschnitts, wie sie im Mittelalter sehr verbreitet war, gab es zu der Zeit im lutherischen Bereich nicht. Es ist aber durchaus auf das Thema Kurtisanen zurückzukommen. Johann Friedrich besaß unter den Scherzgefäßen in seiner Silberkammer eine venezianische Gondel mit einer Kurtisane. Und das schließt ein bisschen an seinen Aufenthalt in Padua. Die venezianischen Kurtisanen waren zu jener Zeit berühmt und der Verkehr zwischen Padua und Venedig ein reger. Es gibt aber noch andere konkrete Anhaltspunkte. Und zwar möchte ich ausgehen, hier etwas ausholen und kurz über das Etablissement des Herzogs Friedrich I. von Württemberg sprechen. Das ist in einer kürzlich erstellten Dissertation aus Cambridge ausführlich behandelt worden. Es handelt sich um einen Regiebetrieb dieses verheirateten Herzogs in Urach, also in nächster Nähe zur Residenz, in das tatsächlich junge Frauen unter falschen Vorspiegelungen hineinrekrutiert wurden, um sozusagen den Zwecken des Herzogs zu dienen. Ganz interessant ist ein ungefähr vergleichbares Etablissement, was sich in Ansätzen abschält, und zwar in diesem Fall gelegen in Buxtehude. Hier wohnte ein apanagierter Prinz, der Herzog Moritz von Sachsen-Lauenburg, der Bruder des Bremer Erzbischofs Heinrichs III., in einem Wohnhaus, eine recht ungewöhnliche Konstellation schon, und zwar in dem Wohnhaus seiner Beischläferin, Gisel Sachsen oder Gisel Tschammer, verheiratet mit einem Tschammer. Und Gisel Sachsen muss eine außerordentlich umtriebige Person sein, die zusammen mit ihrer Schwester dort einen entsprechenden Betrieb auch unterhielt. Das heißt, dieses Thema durchaus für den Hof Johann Friedrichs und auch für andere Höfe von Interesse. Und dann zum unentgeltlichen Thema kommt man zum Fall der Mägde immer wieder. Und das gilt für Fürsten, das gilt für Adelige, das gilt für Bürger. Liest man, dass Männer das Sozialgefälle ausgenutzt haben, um Mägde sich gefügig zu machen, wie hier zum Beispiel ein sicherlich nicht scherzhafter Brief des Herzogs Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg, der den Fürstbischof von Cammin fragt, ob er denn auch das Bett der Magd hat finden können. Das Ganze geht aber auch umgekehrt. Es gibt nämlich durchaus auch Mägde, die sich zielbewusst an einen Fürsten
herannähern. Und dafür habe ich Ihnen hier das Beispiel der Anna Doppels mitgebracht, der Waschmarkt der Bremerförder Altfrau, die, wie sich ihre Vorgängerin ausdrückte, sich ganz zielstrebig in das Bett des Fürsten legte. Auch dafür gibt es aus dem bürgerlichen und aus dem bäuerlichen Bereich viele Beispiele. Also das ist ein Phänomen, das jetzt nicht unbedingt im Fürstenstand exklusiv ist, sondern das ist ein Phänomen der Zeit. Es gab also einen Kodex, den man zu befolgen hatte, aber wie immer gab es einen Unterschied zwischen Anspruch und Realität. Beziehungsgebundene Formen von Sexualkultur sind unterschiedlicher Art, Konkubinat, Klandestinehe, Ehe zur linken Hand und dann eine richtige Ehe. Johann Friedrich hat eine richtige Ehe angestrebt. Er hätte sie, denke ich, umsetzen können. Es gab sehr viele Gegenbewegungen gegen diese Ehe, von König Jakob I., VI. Von England bis zu Dänemark, bis zu seinem Bruder. Niemand war dafür, außer den Oldenburgern. Seine Stände waren vehement dagegen im Erzstift Bremen und er hat sich da einschüchtern lassen. Er hat also diese Art von Beziehung angestrebt, aber nicht umgesetzt. Was er umgesetzt hat, er hat auch nicht umgesetzt eine Ehe zur linken Hand, wie sie sein Vorvorgänger Heinrich III. Von Sachsen-Lauenburg mit Anna von Broich umsetzte. Heinrich III. Heiratete 1575 die Kölner Patrizierstochter Anna von Broich. Wie es in der Heiratsurkunde steht, die erhalten ist im Stadtarchiv, weil er die Gabe der Keuschheit nicht hat. Anna von Broich wird versorgt und stirbt als Witwe. Er ist ja früh gestorben, 1585, stirbt als Witwe um 1606, 1610 auf ihrem Leibgedinge Schloss Beverstädter Mühlen. Was für Johann Friedrich in Frage kam, waren die Kategorien des Konkubinats und auch der Klandestinehe. Konkubinat ist relativ leicht zu verstehen. Wir kommen noch auf Beispiele zurück. Das Thema der Klandestinehe protestantischer Fürsten zu jener Zeit ist, soweit ich sehe, noch überhaupt nicht erforscht. Es ist ein Thema, was für das katholische Mittelalter sehr gut erforscht ist. Da möchte ich auch wieder etwas ausholen. Und zwar habe ich Ihnen hier zwei Herren mitgebracht, die nach meiner Überzeugung Klandestinehen führte. Nämlich hier ein Braunschweig-Lüneburger Herzog August, der Administrator von Ratzeburg, der mit einer Ilse Schmiedichen viele Kinder hatte und eine Familie von Lüneburg begründete, die noch heute existiert. Nicht mehr. Nicht mehr? Ausgestorben? Da sehen Sie. Und den Herzog Ulrich, den jüngeren Bruder Christians IV., Fürstbischof von Schleswig und Schwerin, der eine Klandestinehe, wie ich meine, führte mit Katharina von Hahn. Das wird durchaus kontrovers diskutiert. Die Diskussion ist allerdings eine Wissenschaftlerdiskussion des 19. Jahrhunderts, wo ich auf der Seite des großen Mecklenburger Historikers Lisch durchaus stehe. Ich denke, dass auch Johann Friedrich derartige Verbindungen hatte, und zwar einmal mit Gertrud von Heimbruch und zum anderen mit Anna Doppels. Was ist nun eine Klandestinehe? Das ist ein Eheversprechen zwischen den beiden Partnern, wo niemand sonst beteiligt ist. Es gibt keinen Priester, es gibt keine Verträge, schriftliche Aufzeichnungen werden nach Möglichkeit vermieden, aber es gibt ganz klare mündliche Zusagen. Durch diese Klandestinehe konnte man natürlich sündhafte Kategorien wie Fornikation und so weiter zumindest von seinem eigenen Gewissen im Innenverhältnis entfernen. Es gibt verschiedene Zeugnisse, insbesondere nach dem Tod Johann Friedrichs, über ein Eheverhältnis zwischen Gertrud von Heimbruch und Johann Friedrich. Und es gibt auch verschiedene Aussagen, unter anderem natürlich hier von Anna Doppels selber, über ihr Eheverhältnis mit Johann Friedrich. Das könnte natürlich verdächtig erscheinen. Es gibt aber auch noch weitere Hinweise auf diesen Fall. Wie gesagt, ein Phänomen, das es lohnt, näher untersucht zu werden, bislang leider
nicht so gut bekannt. Kurz zu Meeutina-Aspekten. Ein für Eutin relevanter Aspekt ist, dass, ich habe es jetzt mal neutral genannt, so nennen die Dame die Quellen, das Weib von Förde. Das Weib von Förde könnte entweder Katharina Block oder Anna Dobbelz sein, die Mutter zweier Kinder, Johann Friedrichs, nämlich von Christine und Friedrich von Holstein. Sie ist die erste bekannte längere Frau Johann Friedrichs. Ich denke, wie gesagt, es handelt sich hier um Katharina Block. Der Druck des Oldenburger Grafenhauses, ein moralischer Druck, wird schließlich so stark, dass Johann Friedrich sich 1611 entscheidet, das Weib von Förde nach Nordelbingen zu verlagern, sprich aus Bremervörde zu entfernen. Vielleicht kein Zufall, dass er 1612 das Gut Pehmen von der Familie Blome erwirbt, ein Gut, was an der Grenze des Hochstifts Lübeck liegt, relativ abgesiedelt. Der heutige Hof Pehmen hat mit dem Herrenhaus und mit dem Gut, dem alten Gutshof, nichts zu tun. Das alte Gut lag sehr nah am Pehmener See. Und 1613/14, auch bedingt durch den extremen Druck der Oldenburger, macht Johann Friedrich eine Frankreichreise. Er verschwindet. Er sagt zu seinen Ständen nichts. Er schreibt seinem Bruder Johann Adolf, dem regierenden Gottorfer Herzog aus Minden, dass er sich doch bitte um die Regierungsangelegenheiten kümmern soll in seiner Abwesenheit. Er verschwindet klammheimlich nach Frankreich. Und er scheint erst wieder 1614, Briefe der Stände, dass er doch bitte zurückkehren sollte, erreichen ihn gar nicht auf der Reise. Sprich, das Verhältnis zu diesem Weib von Förde endet relativ bald da. 1614 beginnt er dann ein Verhältnis mit Gertrud von Heimbruch. Interessant nun zum Thema Pehmen ist, dass dieses Gut, dieser Gutshof, zwei herrschaftliche Wohngebäude enthielt, und zwar ein altes Wohnwirtschaftshaus, wie das vielfach in relativ einfachen Adelshöfen üblich war, und ein sogenanntes neues Haus, von dem nicht genau klärbar ist, wann es gebaut wurde, ob es von der Familie Blume gebaut wurde oder ob es von Johann Friedrich gebaut wurde. Dieses Haus, ein zweistöckiger Rechteckbau mit angeschobenem Risalit, in dem sich ein Treppenhaus befand, hatte im Erdgeschoss eine Diele und darüber liegend einen großen Saal. Anschließend waren jeweils Apartments, unten ein Frauenzimmer und oben ein Apartment, jeweils dreiräumige Apartments mit Blick auf den Pehmener See und in der Kammer des obigen Apartments ein Himmelbett mit einem sitzenden Weibsbild, Zitat, über dem Himmel. Ich denke, dass auch hier der Verdacht zumindest nahe liegt, dass es sich hier ähnlich wie beim Erbhof um ein Frauenschloss handelt, sprich um ein Schloss, was Johann Friedrich erwarb, nachdem seine Frau notgedrungen hier umgelagert wurde, wo er mit ihr zusammen sein konnte und wo er abgeschieden oder wo sie abgeschieden leben konnte, sicherlich auch hier, weil es ja ein Gutsbetrieb war, mit Blick auf die Versorgung. Dazu passt, dass Pehmen 1626 an Gottlieb von Hagen, also den Ehemann der Christina von Holstein, verkauft wird, die das Gut dann länger behält und in den 1630er Jahren an die Plöner Herzöge verkauft. Also möglicherweise auch hier im Hochstift Lübeck ein Frauenschloss. Leider ist die Quellenlage zu Pehmen relativ lückenhaft, sodass sich nicht genau klären lässt, ob tatsächlich diese Funktion gegeben war. Aber es gibt sehr viele Indizien, die in die Richtung deuten. Hier übrigens das vom Kaiser 1621 verliehene Wappen, erkennbar ein Bastardwappen, für die Familie von Holstein, für Friedrich und Christine von Holstein in ihrem Adelsbrief. Und dann last but not least, mit Eutiner Interesse hier
eine Konkubine zu einer Clandestin-Ehefrau hat sie es nie gebracht. Wir kommen zurück, warum. Katharina Laurenzen. Nur wenige Monate nach dem Tod von Gertrud von Heimbruch lässt Johann Friedrich seinen Hofjunker von Linstow im Haus der Laurenzen hier in Eutin erscheinen und um Beiwohnung bitten. Als das nichts fruchtet, erscheint Johann Friedrich selber mit seinem Neffen, Adolf dem Jüngeren, im Haus der Laurenzens und gibt kund, dass er beabsichtigt, Katharina Laurenzen auf Lebenszeit zu sich zu nehmen und auch entsprechend zu versorgen, woraufhin tatsächlich eine Beziehung beginnt, die im Sommer 1620 ihren Anfang nimmt und 1624 beendigt wird. Beendigt durch die Intrigen der Anna Doppels, die sich, wie gesagt, zu Johann Friedrich liegt und sozusagen die Katharina Laurenzen wegbeißt. Und damit ist auch bezeichnet, dass man, wenn man fürstliche oder fürsterzbischöflich in diesem Fall Mätresse oder Clandestin-Ehefrau sein sollte, mit allen Wassern gewaschen sein musste. Ein braves Mädchen, wie es sicherlich die Katharina Laurenzen war, hatte in diesem toxischen Umfeld keine Chance. Hier erkennbar die Ausnutzung eines Sozialgefälles, um diese Beziehung anzubahnen. Peter Laurenzen, der Vater, relativ übel beleumundet, mehrere Ehebrüche in der Wilstermarsch, in Kedingen, in Eutin, hier in der Verwaltung angestellt, auch Kanonikus in Eutin und auch in Lübeck. Teilweise wurde er dann von seinen Freunden freigestellt, ob der Skandale, aber dann wieder zugelassen. Und er hatte drei Töchter, die in den Quellen kurz erscheinen. Und ich möchte meinen, dass die Quelle, die immer wieder herangezogen wird, um die Polygamie Johann Friedrichs zu belegen, eventuell auf diese drei Damen abzieht. Denn es ist hier die Rede von drei Damen, die Johann Friedrich in Eutin unterhält, was sicherlich nicht, also gleichzeitig nicht der Fall war. Recht traurig dann das weitere Denouement, aber nicht ungewöhnlich für diese Dinge zu der Zeit. Katharina Laurenzen wird im Prinzip verlassen. Johann Friedrich, ihr Sohn, einjähriger Sohn, wird ihr weggenommen. Und es gibt danach keinerlei Kontakt mehr zwischen ihr und ihrem früheren Liebhaber. Sie wird auch nicht in seinem Testament bedacht, ebenso wenig der Johann Friedrich. Und sie tritt dann nach dem Tod Johann Friedrich 1634 an seine Neffen heran, also die Gottorfer Herzöge Friedrich III. Und den nachfolgenden Fürstbischof hier, Johann X., mit einem Versorgungswunsch. Nämlich, sie möchte das Gut Lasbeck für sich und auch für ihren Sohn erhalten. Was sie tatsächlich bekommt, ist Unterhalt. Und ihr wird der Aufenthalt im Elternhaus angewiesen. Also zu einem der Ausstattung mit einem Frauenschloss kommt es im Fall dieser Konkubine nicht. Anders dann im Fall der Nachfolgerin Anna Doppels, die tatsächlich das Landschloss Beverstädter Mühlen als Leibgeding erhält. Die Untertanen in Beverstädter Mühlen werden auf sie vereidigt. Sie wird also erkennbar ganz anders behandelt und ausgestattet. Das kurz zu Eutiner Beispielen. Und dann noch die Frage, warum ist eigentlich das alles relevant? Welche Dimensionen hatte alles das hier? Und da kann man natürlich verschiedene Dinge aufzeichnen. Zum einen kann man aufzeichnen, wir sprachen schon darüber, dass diese Beziehungen tatsächlich die Triebfeder waren für Bauten und für die Schaffung von Kunstwerken. Ein anderer Punkt ist allerdings auch die politische Instrumentalisierung dieser ganzen Beziehungen. Es gab eine damals sehr umfangreiche Skandalkommunikation, das lief alles mündlich ab, relativ selten schriftlich, jedenfalls ist es relativ selten erhalten. Es wird auch immer wieder von mündlichen Nachrichten gesprochen. Hier zum Beispiel 1607, 1617 kritisiert das Bremer Domkapitel das Verhalten ihres Landesherren, kritisiert die Reden, die üblen Reden,
die über den Landesherren im Umlauf sind. Und hier ist natürlich das nicht normkonforme Verhalten des Landesherrn gemeint. Es handelt sich hier also um Dinge, die durchaus einen Anlass hatten. Desinformation war auch zur damaligen Zeit schon ein Thema. Heute finden wir es auf Schritt und Tritt jeden Tag. Auch damals war so etwas schon üblich. Es hat also tatsächlich jemand ein vorgebliches kaiserliches Mandat in die Welt gesetzt, vor dem Hintergrund, dass Johann Friedrich, wir sprachen drüber, ab 1607 am Kaiserhof um die Genehmigung nachsuchen ließ, seine Verlobte auch wirklich zu heiraten. Das war extrem brisant, denn hier wurde behauptet, dass Johann Friedrich eine Teilung der Herrschaft zwischen geistlichem und weltlichem Regiment ansprach. Das wäre für die Konstitution des Erzstifts, also dieses Staates, natürlich extrem brisant gewesen. Das heißt, diese Dinge hatten durchaus auch innenpolitische Bedeutung. Noch viel mehr allerdings hatten sie außenpolitische Bedeutung. Wir sprachen schon über das schlechte Verhältnis zum Oldenburger Grafenhaus. Das ging bis zur Grenze bewaffneter Auseinandersetzung. Und es führte zu Druckwerken, in denen die Briefe, die zwischen den Verlobten ausgetauscht wurden, veröffentlicht wurden. Es führte zu weiteren Schmähschriften, die in der diplomatischen Korrespondenz in ganz Nordeuropa herumgereicht wurden. Da gibt es Aussagen zum Beispiel des englischen Residenten über die Schmähschriften, die aus Oldenburg in Richtung Bremen gingen, aber auch zurückgingen. Die Beziehungen zu Dänemark, Christian IV. Kamen diese Dinge sicherlich sehr gelegen. Er nutzte sie auf jeden Fall weidlich aus, in dem Zweck, wie gesagt, seine Hand auf die geistlichen Fürstentümer Norddeutschlands zu legen. Auch er betätigte sich dann eifrig die Druckpresse, auch er ließ Kontroversliteratur im Druck erscheinen, in denen auch die Verhältnisse des Fürsterzbischofs zum Thema kamen. Letztlich kam es, ob dieser oldenburgischen Frage zu einer Frontenbildung, einer erkennbaren Frontenbildung der nordeuropäischen Staaten, und zwar entlang familiärer Linien. Man hat also auf der einen Seite die Gottorfer Seite, bei der auch Mecklenburg dabei ist, Ostfriesland und Schweden. Das entspricht den Heiratsorten Gottorfer Prinzessinnen. Und Schweden mit Gustav II. Adolf dann ein wirklich politisch hochbedeutendes Kapitel. Schweden dann der Retter Johann Friedrichs. Johann Friedrich ist der erste oder einer der ersten deutschen Fürsten, der mit Gustav II. Adolf ein Bündnis schließt. Insofern die Anlehnung an Schweden dann sehr konkret und immer enger. Auf der anderen Seite nimmt Gustav II. Adolf sehr deutlich Abstand von Johann Friedrich. Er besucht Johann Friedrich nie. Er versucht, persönlichen Begegnungen zu vermeiden. Auf der anderen Seite dann die Oldenburger Linie, auch hier wieder Heiratsverbindungen maßgeblich. Hier insbesondere dann Dänemark, was dezidiert auf der Oldenburger Seite steht und auch die ganzen Verhältnisse, wie gesagt, politisch ausnützt. Und Braunschweig-Lüneburg, wobei Braunschweig-Lüneburg versucht, vermittelnd einzugreifen. Insgesamt hier dann aber trotz dieser Frontenbildung die Reputation, und da ist diese kuriose Stelle im Tagebuch des Herzog Adolf Friedrich I. von Mecklenburg, also eines Neffen Johann Friedrichs, wo es über Gertrud von Heimbruch geht: damit habe ich tanzen müssen. Nun muss man sagen, Adolf Friedrich I. war ein extrem vierkantiger, hoch zugeknöpfter, stockkonservativer Mann, ganz anders gestrickt als Johann Friedrich. Aber dennoch, man spürt ein bisschen, dass trotz des Umstandes, dass man auf der gleichen Seite stand, Johann Friedrich etwas im Abseits war. Es ist auch sehr auffallend, dass fürstliche Besuche, die
nicht allzu häufig waren, für Johann Friedrich im Laufe der Zeit stark abnehmen. Ja, das zu den Beispielen, dann kurz nur einige abschließende allgemeine Bemerkungen zum Thema Hofkultur. Ein Punkt, den man unbedingt ansprechen muss, wir sprachen darüber, dass alle diese Veranstaltungen im Rahmen oder unter der Überschrift Ehre und Notdurft erfolgen. Sie sind aber nicht kohärent, das heißt, es gibt Widersprüche in der Zielerreichung. Das kann man sehr deutlich am Thema Sexualkultur sehen. Hier werden zwar Bedürfnisse erfüllt, aber es wird nicht dem Thema der Ehre gerecht. Man kann also nicht sagen, dass alle diese Kulturkategorien stromlinienförmig an den übergeordneten Zielen ausgerichtet werden. Es gibt durchaus Zielkonflikte. Zweiter Punkt, Wertigkeiten. Ich denke, es ist angelegt in der Frage, wie das Thema Hofkultur in Deutschland erforscht wird, und zwar in der Struktur, wie die Wissenschaft universitär und außeruniversitär organisiert ist, dass immer wieder insbesondere einzelne Themenbereiche herausgesucht werden und dass man insofern im Prinzip fast unmittelbar, unwillkürlich ein etwas schiefes Bild von den damaligen Wertigkeiten der einzelnen Kulturkategorien erhält. Gemälde, die für Kunsthistoriker heute sehr wichtig sind, waren damals für die norddeutschen Fürsten relativ unwichtig. Sie konnten ein Gemälde von Jakob von Dort für 30, 50 Reichstaler erwerben. Wollten sie aber einen Federbusch für ihren Hut haben, dann mussten sie vielleicht 400 gegen 500 Reichstaler ausgeben, eine exorbitante Summe, entsprechend dem Vorstandsgehalt einer größeren Sparkasse heutzutage. Das heißt, die Kategorien, die für uns heute wichtig sind, die für Wissenschaftler heute wichtig sind, waren vielleicht damals gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich auch schon der Punkt Anachronismus. Man muss sich hüten, hier mit unseren heutigen Augen zu stark dran zu gehen. Was war denn damals wichtig? Nun, das Thema Bekleidung war extrem wichtig. Dafür wurden Unsummen ausgegeben, wirklich Unsummen. Interessant zum Beispiel, dass englische Wolle, wenn sie nach Deutschland exportiert wurde, mit der Handelsflotte von Kriegsschiffen eskortiert wurde, also wie ein Goldtransport. Stoffe waren damals außerordentlich wertvoll. Wichtig auch Gold, Silber und Juwelen, nicht nur als Sparkasse für schlechte Zeiten, sondern eben auch, um Ehre zu darzustellen, zu erlangen, vielleicht auch zu mehren. Wichtig zum Beispiel auch ein anderes Thema, Tapisserien. Relativ abseitig vielleicht, aber damals zusammen mit dem Thema sonstige Textilien von ganz zentraler Bedeutung. Tapisserien hatten einen weitaus höheren Stellenwert als Gemälde. Und entsprechend wurden sie auch exorbitant, dafür wurde exorbitant bezahlt. Bauten natürlich, man musste ja ein Dach über dem Kopf haben, auch Gärten hatten zur damaligen Zeit dann bereits einen recht großen Stellenwert, den sie 100 Jahre vorher noch nicht hatten. Alle anderen Kategorien relativ unwichtig. Dies, das Thema Sammlungswesen noch sehr im Anfang begriffen. Kunst kann man im ausgeprägten Sinne, da gab es damals kaum, nur ganz wenige, entgegen dem, was man oft lesen kann. Und auch sehr fakultativ. Das musste man nicht haben, das konnte man haben. Das war vielleicht eine Liebhaberei, eine persönliche Marotte. Man musste es nicht unbedingt haben. Aber einige Kernkategorien schälen sich heraus. Das ist genauso hier bei den immateriellen Dingen. Essen und Trinken, Sex natürlich, Körperpflege und Hygiene ja, Gottesdienste waren auch wichtig. Und bei den Divertissements, Theater zum Beispiel oder auch die Verkleidungsdivertissements, es gibt Leute, die haben ganze Karrieren daraus gemacht, Verkleidungsdivertissements der Zeit zu erforschen, das war sehr fakultativ, das musste nicht sein. Das ist auch kein Zeichen kultureller Rückständigkeit, wenn man Verkleidungsdivertissements in Eutin oder auch in Bremervörde nicht nachweisen kann. Und dann, ja, Spezifizitäten, das kam schon eben etwas oblig durch.
Diese Dinge waren durchaus unterschiedlich ausgeprägt, und zwar insbesondere war es die Person des Fürsten, die unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Ausprägungen der Hofkultur zuließen. Hätte Johann Friedrich zum Beispiel seine finanziellen Ressourcen maximiert, hätte er eine Schuldenwirtschaft betrieben, was er ohne Zweifel hätte tun können, dann hätte er vielleicht viel mehr gebaut oder er hätte Musiker gesponsert, eine Hofkapelle gehabt, die er nie hatte, im Gegensatz zu vielen anderen Fürsten, und die exorbitant teuer war. So, auf so etwas konnte er verzichten. Das wiederum zeigt aber auch, dass viele Dinge, von denen man heute sagt, dass sie tatsächlich unabdingbar für die Repräsentation, die Selbstdarstellung eines damaligen Fürsten waren, in der Tat eigentlich nur fakultativ waren, sondern die Basics, und es waren wirklich eine ganz enge Kategorie von Dingen, die musste man haben. Alles andere war nicht ganz so wichtig. Und dafür eignet sich Johann Friedrich insbesondere auch sehr gut, weil von seinem Rang her als Erzbischof stand er in der damaligen Hierarchie über einem Herzog. Er stand also sehr, sehr nah an der ständischen, an der Spitze der damaligen ständischen Hierarchie. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu lange gesprochen. Ich bin am Schluss. Fazit allgemein. Die Hofkultur Johann Friedrichs, beschrieben hier noch einmal in den vernichtenden Worten unseres Gewährsmanns Desay, dass er im Prinzip sich nur in Liebschaften und Sex erging und alles andere lief etwas gröber nebenher. Das kann man teilweise bestätigen. Johann Friedrich hatte erkennbar kaum andere sehr ausgeprägte Interessen, nicht mal die Jagd. Aber es ist sicherlich nicht so, dass er darüber seine Staatsgeschäfte vernachlässigte oder dass er nicht eine Hofkultur auch entfaltete, zu der eben auch die Beziehungen zu den unterschiedlichen Frauen eine Antriebsfeder waren. Was ist Holistik? Ich komme gleich dazu. Ich komme gleich dazu. Ein bisschen die Frage, wie kann man das einordnen? Dazu müsste man komparative Studien, ich habe hier mal, das ist etwas falsch, es ist nicht literaturwissenschaftlich gemeint, man müsste vergleichende Ansätze fahren. Ziel dieses Projektes ist, einen vergleichenden Ansatz zu fahren, sprich zu sagen, war die Hofkultur Johann Friedrichs im Vergleich fortschrittlich oder rückschrittlich? Dazu muss man im Prinzip in die Details gehen und tatsächlich auch man muss im Prinzip quasi die Unterhosen zählen, man muss die einzelnen Dingutkategorien durchgehen und versuchen zu vergleichen mit anderen Höfen. Das ist, denke ich, eine statistische Arbeit, die zu leisten ist, um zu gesicherten Aussagen zu kommen. Holistik ist, man muss das Ganze sehen. Man kann sich nicht nur auf einzelne Aspekte konzentrieren, man muss die Gesamtheit der Kultur sehen. Es reicht nicht, für eine Einordnung der Hofkultur zum Beispiel nur Verkleidungsdiversissements zu studieren. Man muss, wie gesagt, das Gesamtbild sehen. Und man muss Anachronistik sehr vorsichtig sein von den heutigen Verhältnissen, vielleicht der heutigen Wertschätzung von Gemälden, auf die damaligen Wertigkeiten zurückzuschließen. Spezifische Überlegungen zur Hofkultur der geistigen Hofstifte. Nun, die Familie in diesen Hofstiften ist sicherlich öfters mal eine andere, eine, wenn man so will, Patchwork-Familie, als sie in den weltlichen Fürstentümern war. Externe Parameter, wir sprachen über die unsichere reichsrechtliche Stellung und die Tendenz der Mitspracherechte der Stände, hier in Eutin oder hier in Lübeck nicht ausgeprägt, aber im Erzstift sehr stark. Und dann lasst, also als letzter Slide hier, kurz für Eutin. Was hat er für Eutin gebracht? Er hat am Schloss ständig gebaut, das Schloss verbessert. Es gibt Parallelen zur Gottorfer Hofkultur. Er hat etwas an Schloss Kaltenhof gewerkelt. Er hat im Bischofshof Lübeck gewohnt. Es gibt, wie gesagt, dieses vermutliche Frauenhaus, Frauenschloss, in Pemen und als vielleicht Pièce de Résistance seiner Tätigkeit hier die gartenbauliche Tätigkeit, die er hier entwickelt hat, die eigentlich ja die Grundlage ist der nachfolgenden Gartenbautätigkeit bis weit, weit, weit ins 18. Jahrhundert hinein.
Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu stark strapaziert oder Geisel genommen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und übergebe.